Meine sehr geehrten Damen und Herren, es folgt eine Runde Black Ops 3 mit der M8A7. Viel Spaß dabei! Guckt euch das wieder an, du dreckiges! Oh Gott! I'm a G, but you know this. Ab, Leute, den Pandas für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Black Ops 3 Gameplay. Und ich hatte euch das ja angekündigt, heute kommt ein Black Ops 3 Gameplay. Und ja, Freunde, der liebe Zockerritze, der Julian, hat mir das lieberweise zur Verfügung gestellt. Das ist ein M8A7 Gameplay. Ich komme gleich zu der Waffe auf jeden Fall nochmal, denn die Waffe habe ich auch explizit und ganz, ganz viel gespielt. Die ganze Story dazu kommt im Laufe des Videos. Wir gucken uns erstmal gemeinsam die Waffe an und dann gucken wir uns das Gameplay an. Auf jeden Fall, lasst eine Bewertung dafür, das geile Gameplay. Danke nochmal an dich, Julian, dafür, dass du mir das gegeben hast. Finde ich richtig korrekt von dir. Und ja, ihr seht im Hintergrund die M8A7. Das ist eine 4-Round-Burst-Rifle, also ein 4-Runden-Assault-Rifle oder ein Sturmgewehr. High Cycle Rate of Fire with Minimal Recoil. Heißt so viel wie wenig Recoil und eine hohe zyklische Feuerrate. Insgesamt ist der Damage nicht so hoch mit einer hohen Range und einer hohen Accuracy. Man kann ja bei Black Ops 3 jetzt aktuell 5 Aufsätze drauf machen auf eine Waffe, was extrem ist. Das heißt, man kann auch Schnellfeuer drauf machen, Long Barrel, alles. Also da geht alles auf diese Waffe. Ich habe die Waffe mit Long Barrel und 4 Aufsätzen insgesamt gespielt, mit Grip, Long Barrel, Red Dot Sight, glaube ich, und FMJ, glaube ich. Das waren die 4 Perks, die ich gespielt habe, oder Stock, weil Stock im Allgemeinen gar nicht so viel bringt. Also Stock ist gar nicht so gut wie in den letzten Teilen von Call of Duty. Hätte ich jetzt gedacht, dass man sich schneller bewegen kann. Ich kann alle beruhigen, die noch nicht Call of Duty Black Ops 3 gespielt haben, die jetzt sehen, oh Gott, das sieht aus wie Advanced Warfare 2. Ja, es sieht auf erster Linie aus wie Advanced Warfare 2, aber Jungs, ganz ehrlich, es spielt sich wie Black Ops 2. Es ist eine Kombination aus Black Ops 2 von der Hitbox her und von Advanced Warfare. Das Movement ist relativ Next-Gen, das heißt, die Flüssigkeit der Bewegung ist auf jeden Fall gut angepasst. Black Ops 2 war ja noch ein bisschen Old-Gen-lastig. Insgesamt ist es aber jedenfalls sehr stark an Black Ops 2 ausgerichtet. Kommen wir jetzt nochmal zu der Waffe, die auf jeden Fall die beste Waffe meiner Meinung nach der ALK-7 und der Man of War war. Es gibt noch ein paar andere Waffen, also zum Beispiel Sniper Rifles habe ich jetzt nicht ganz explizit testen können. Ich hatte leider nicht so viel Zeit. Ich habe 1-2 Runden mit Krieger gespielt, ich habe 1-2 Runden mit Dominik und den anderen gespielt. Mit Sumas etc. pp. Die hatte ich ja auf meinen ganzen anderen Videos schon verlinkt. Ganz interessant auf jeden Fall, dass die M8A7 sehr, sehr ähnlich vom Gefühl her wie die M8A1 sich spielt aus Black Ops 2. Ist eine sehr geile Waffe und auf der Connection aufladen, Freunde, ohne Spaß. Ein Burst teilweise gegeben, ein Burst teilweise, besonders mit Long Barrel, wenn man dann auch mehr Range hat, extrem krass. Also es macht auf jeden Fall richtig Bock, diese Waffe zu spielen, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wir haben ja immer diese T-Shirts auch noch geschenkt bekommen. Richtig nice. Das zu dem Gewinnspiel ist ja auf Facebook gerade ein Gewinnspiel von mir, das wollte ich auch nochmal sagen. Das werde ich die nächsten Tage auflösen, es gab ein unfassbares Feedback. Dieser Beitrag hat einfach mal fast 130 Likes und 100 Mal geteilt worden. Der ist 100 Mal geteilt worden, Jungs, seid ihr denn bescheuert oder so? Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, die Gamescom war richtig krass. Im Allgemeinen, Black Ops 3 fühlt sich richtig gut an. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf die Beta. Ab dem 19. geht es dann los für mich auf der PlayStation. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Spaß. Und ich hoffe mal, ihr auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Auf jeden Fall ein Like dafür dalassen, dass es ein Black Ops 3 Gameplay ist. Und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr Black Ops 3 gespielt habt. Dann würde ich mich gerne dafür interessieren, welche Waffenende ihr genau gespielt habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht das gut, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.